Kanada ist heute der wichtigste Faktor an der Wall Street und das in gleich zweierlei Hinsicht, denn erstens herrschte in weiten Teilen der USA, vor allem in New York, richtiger Smog durch Waldbrände in Kanada und zweitens, für die Wall Street sehr viel wichtiger, was natürlich den Kursverlauf betrifft, ist eine völlig unerwartete Zinsanhebung der Bank of Canada und da Kanada relativ nahe an den USA ist und ein, naja, sehr ähnlicher Wirtschaftsraum ist, hat das die Erwartungen völlig verändert. Was die Fed möglicherweise nächste Woche tun wird, nämlich vielleicht doch die Zinsen anheben. Und Kanada ist nun das zweite Beispiel. Vorher hatte schon die Bank of Australia, also die australische Notenbank, die Zinsen überraschend angehoben. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob die Märkte die Bereitschaft der Notenbanken, die Inflation zu bekämpfen, auch auf Kosten einer Rezession nicht deutlich unterschätzt wurde, weil man immer gesagt hat, ja, es werden die Zinsen gesenkt im Juli oder spätestens im September. Vor allem diese Auffassung dann mit der Entstehung der Bankenkrise in den USA. Aber wir schauen uns die Dinge mal an. Hier zunächst der Smog in New York. 100 Millionen Amerikaner sollen am besten zu Hause bleiben, sollen keinen Sport draußen machen. Also fast ein Drittel der gesamten amerikanischen Bevölkerung. Aber wie gesagt, wichtiger war das, was die Bank of Canada heute entschieden hat, nämlich die Zinsen auf 4,75% anzuheben. Und mit dem Argument, excess demand in the economy looks to be more persistent than anticipated. Also die Nachfrage in der Wirtschaft, die überschüssige Nachfrage in der Wirtschaft, die ist stärker als wir gedacht haben. Dazu eben nach wie vor höhere Inflation. Und wir haben Sorge, so die Notenbank in Kanada, dass wir die Inflation nicht unter die 2%-Marke drücken können. Also das hat natürlich dann Folgewirkungen gehabt, weil schlichtweg eben die Frage jetzt im Raum steht, hat man das völlig falsch eingeschätzt seitens der Analysten. Und wenn wir uns jetzt mal die Inflationsrate in Kanada anschauen, die haben eine Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, bei knapp 4%, also deutlich niedriger als in den USA. Und wenn wir das hochrechnen würden, was die Kanadier jetzt gemacht haben, in Relation Zinsen zu Inflation, dann könnte das bedeuten, dass die Fed sogar die Zinsen über die 6%-Marke anhebt. Ist natürlich Spekulation, ist Zukunftsmusik, aber es stellt eben dann auch die Frage, die hier die Analystin Karen Ward stellt bei JP Morgan Asset Management, die sagt ja, was mich so ein bisschen nervös macht, ist, dass die Märkte vielleicht diese Zinsentwicklung falsch einschätzen und dementsprechend dann die großen Tech-Werte ein bisschen sehr sportlich bewertet sind. Mein Reden, hier sehen wir, dass die Bank of Canada, Bank of Australia bereits eben die Zinsen überraschend angehoben hatte und daraus ergibt sich eben ein Muster. Auch die EZB, wie wir gleich sehen werden, wird eher hawkischer als weniger hawkisch und das scheint viele Analysten auf den falschen Fuß zu erwischen, möglicherweise auch die Märkte dann auf den falschen Fuß zu erwischen. Denn hier sehen wir, es lag die Wahrscheinlichkeit heute Morgen, dass die Fed die Zinsen anhebt im Juni bei, naja, 23%. Jetzt sind wir immerhin schon über ein Drittel, 34,5, verändert sich ja ständig. Aber eins ist klar, das erste Mal seit Jahren ist nicht definitiv klar, was die Fed bei ihrer nächsten Sitzung entscheiden wird. Normalerweise zeigen die Fed Fund Futures überragende Wahrscheinlichkeiten von 90%, 95%, 100%, dass die Zinsen angehoben werden oder eben nicht angehoben werden. Jetzt ist das ein Spiel etwa derzeit 2/3 zu 1/3, also unklar. Dementsprechend könnte die Entscheidung dann fallen, vielleicht nächste Woche am Dienstag mit den Inflationsdaten aus den USA. However, wir sehen jedenfalls, dass die Anleihemärkte in den USA sehr stark reagiert haben auf diese Entscheidung der Bank of Canada. Hier sehen wir mal die 10-jährige Anleiherendite, die plumps mit Entscheidung der Bank of Canada gestiegen ist, sehr deutlich gestiegen ist, fast auf 3,97%, über 11 Basispunkte. Das ist schon ein ziemlich saftiger Schluck aus der Pulle an einem einzigen Tag und jetzt wird auf jeden Fall ein voller Zinsschritt eingepreist bis Juli, also selbst wenn es im Juni nicht passiert, dann geht man davon aus, dass es dann eben spätestens im Juli nochmal passiert, aber Zinssenkungen sind erstmal überhaupt nicht zu sehen. Es heißt ja oft, ich sei mit meiner Schulter vor den Grafiken, ich versuche das, meine Damen und Herren, ein bisschen hinzukriegen. Diese Kameraeinstellung habe ich lange ausgetüftelt, das ist ein Riesenaufwand, das zu verändern, das erfordert
erfordert so viele Folgeschritte, da fehlt mir die Lust und die Zeit. Deswegen werde ich mich ein bisschen aus dem Bild bewegen, meine Damen und Herren. Hier sehen wir die Heatmap, also das, was heute beim S&P 500 los ist. Und wir sehen Microsoft, einer der großen Gewinner der letzten Zeit, deutlich unter Druck. Google unter Druck, Amazon unter Druck, also die Top-Gewinner der letzten Tage. Die sind es, die heute ein bisschen auf die Mütze kriegen und natürlich damit den Nasdaq nach unten ziehen. Und es ist so viel Euphorie in dieser ganzen Geschichte, so etwa Goldman Sachs. Ja, wir sagen, dass die KI-Geschichte die Produktivität 1,5% pro Jahr verbessern könnte und dementsprechend sei eine 9% höhere Bewertung beim S&P 500 gerechtfertigt. Aber jetzt muss ich mal die Frage stellen, meine Damen und Herren, was ist denn eigentlich hier mit der Produktivität passiert, seit es das Internet gibt, seit wir im digitalen Zeitalter leben? Die Produktivität ist zurückgegangen, sie ist nicht gestiegen. Man hätte ja denken können, okay, Internet, wow, völlig neues Ding, völlig neues Feld. Da wird die Produktivität steigen. Das Gegenteil ist passiert. Sie ist sogar gefallen. Und nicht gefallen ist die Euphorie der Marktteilnehmer. Wir sehen hier den Fear and Greed Index bis heute Mittag bei 76, also im Bereich extremer Gier, alle sind bärisch, absolut klar, aber wir sehen, dass sich die Märkte weiter ausdifferenzieren wieder. Ich muss wieder aus dem Bild, meine Damen und Herren, wir sehen jedenfalls den S&P leicht im Minusstand. Jetzt kann sich alles natürlich derzeit ändern oder relativ schnell ändern. Der Nasdaq vor allem, der Nasdaq 100 mit knapp 1% im Minus, während der Russell 2000, hier US 2000, wieder 1,3% zulegen kann. Und das eben vor dem Hintergrund, dass dieser Index mit den darin enthaltenen Regionalbanken natürlich stark verprügelt worden ist. Dementsprechend hatten wir ein Allzeithoch gesehen, Nasdaq in Relation zum Russell, und das hat sich jetzt schon deutlich umgekehrt. Also die Herde rotiert in diese Small Caps. Hier sehen wir vor allem den Banking Index, Regional Banking ETF, 2,5% im Plus. Der Russell 2000 hat jetzt 7,5% in den letzten 5 Tagen zulegen können. Das ist sehr, sehr sportlich. Und jetzt nochmal zur Frage eben dieser Notenbanken. Das ist ja wirklich entscheidend für die Renditen, dementsprechend dann auch für die Aktienmärkte. Hier sagte die Analystin von JP Morgan, dass eben die Fed wahrscheinlich versuchen muss und wird, die Wirtschaft so abzukühlen, dass sie möglicherweise selbst in eine Rezession fällt, aber anders eben diese Inflation nicht in den Griff bekommt. Und schauen wir uns nochmal die Aktienmärkte an. Die Leute, die spekulieren auf Teufel komm raus mit Optionen. Ich hatte es heute Morgen geschildert. Es herrscht Euphorie. Die Leute werden durch ihre Depots immer reicher. Dadurch entsteht wieder neue Nachfrage. Und damit kriegst du diese ganze Geschichte nicht in den Griff. Und es ist möglich eben, dass deswegen eine Rezession von der Fed in Kauf genommen werden muss, um die Inflation in Richtung 2% zu bekommen. Jetzt ist die Frage, wie geht es denn damit weiter mit dieser Inflation? Wir hatten im April eine Inflationsrate CPI von 4,9%. Cleveland Fed Forecast, also das Prognosemodell der Cleveland Fed, die allerdings in letzter Zeit nicht so richtig treffsicher war. However, da sagt man für den Mai, also die Zahlen, die nächste Woche dann kommen, 4,1% und im Juni sogar 3,3%. Damit wäre die Inflation von 9,1 um fast 6% gefallen. Geldpolitik wirkt über die Zeit. Die Frage ist, ob das so kommt, vielleicht. Das wäre für die Märkte ganz schick. Jedenfalls sehen wir, dass die Meinung der Ökonomen nach wie vor so ist, dass es keine Zinsanhebung geben wird, aber das war eben eine Umfrage, die vor dem heutigen Tag abgeschlossen worden ist. Hier sehen wir übrigens nochmal die Fed-Bilanz, die jetzt in etwa da ist, wo sie gewesen ist vor der Bankenkrise, also auf dem Weg nach unten, und eine neue Studie hat jetzt hier gezeigt, dass eigentlich der Zusammenhang zwischen S&P 500 und Bilanzsumme gar nicht so gegeben ist, wie das oft angenommen wurde. Das ist ja das bullische Argument schlechthin gewesen. Seht ihr, die Fed-Bilanz steigt wieder, damit wird Liquidität ins System geschüttet. Ich hatte immer wieder versucht klarzumachen, dass das ja keine Ausweitung von Liquidität ist, sondern ein Stopfen von Liquiditätslöchern, könnte man sagen, weil Kapital aus den Banken abgeflossen waren. Das mussten sie durch Notkredite der Fed, die hochverzinst sind, ersetzen. Aber jetzt ist eben auch der Anstieg des Russells, dieser Nebenwerte, auch dadurch bedingt, dass man weiter an das Soft Landing der amerikanischen Wirtschaft glaubt.
Aber gucken wir uns mal hier die Trucker-Tonnage an. Er weist sehr deutlich nach unten, Aktien in La-La-Land, wie es hier heißt. Und hier sehen wir die Dinge mit Industry Shipments, also praktisch Container-Tonnagen, die hier bewegt werden. Auch das zeigt klar nach unten. Wir haben den Logistikindex in den USA klar nach unten zeigend. Also da sehen wir, dass die Rezession eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich kommt. Und die Arbeitsmarktdaten aber bleiben weiter stark. Also sagt sich die Wall Street, naja, wo soll die Rezession sein? Die Arbeitsmarktdaten sind doch super stark. Aber schauen wir uns mal das, was mein Kollege Hannes Tipfel hier wieder auf den Punkt bringt, dass dieser Jobzuwachs von über 300.000 Stellen rein fiktiv ist, denn das basiert zum weiten Teil auf dem sogenannten Burst Death Model, also auf einem Modell, das in den 1980er Jahren geschätzt wurde. Und da schätzen die Statistiker, wie viel in dem jeweiligen Zeitraum an Firmen neu gegründet wurden oder pleite gegangen sind. Das ist eine Schätzung eigentlich ohne wirkliche Datengrundlage. Und allein durch dieses Burst Death Model sind weit über 200.000 Stellen der 300 ein paar zerquetschten Stellen hinzugefügt worden. Dazu noch Seasonal Adjustments, saisonale Anpassungen. Das ist derzeit ein Sport, auch den die Fed betreibt, um zu kaschieren, dass weiter sehr viel Geld aus den Regionalbanken vor allem abfließt. Also der Arbeitsmarkt ist mit diesen Daten des Bureau of Labor Statistics oder diese Daten des US-Arbeitsmarkts sind nicht wirklich ernst zu nehmen aus meiner Sicht. Kommen wir jetzt nach Europa und zu geopolitischen Dingen. Die CIA, so heißt es in der Washington Post, wusste schon von den Nord Stream-Explosionen respektive von ukrainischen Plänen derselben und hätte das auch anderen Geheimdiensten mitgeteilt, wenn, und die Verdachtsmomente härten sich jetzt ja zunehmend, dass das eine ukrainische Spezialeinheit war. Wenn dem so war, dann war wahrscheinlich auch die Bundesregierung informiert. Hups. Das wirft dann natürlich ein etwas anderes Bild auf die Geschichte. Gleichwohl jetzt will man ja die Energiewende durchprügeln, unter anderem durch eine Wärmepumpenpflicht. Das will jetzt auch die EU einführen, die EU-Kommission unter Frau Faeser von der Leyen, die plant jetzt wieder mal ein sozialistisches Gebot. Ihr müsst, ihr sollt, denn es ist zum Segen und zum Heile der Menschheit. Wer schon den Begriff hört, wie Rainer Zittelmann hier sagt, die EU-Kommission plant, dem sollte es kalt den Rücken hinunterlaufen. Und insgesamt sehen wir, dass wir jetzt in dem ersten Quartal deutlich weniger Strom produziert haben in Deutschland als im Vorjahresquartal. Die Gründe: milde Temperaturen, hohe Strompreise, kontinuierliche konjunkturelle Abschwächung, aber eben auch, und das wird sich dann noch zunehmend auswirken, im ersten Quartal diesen Jahres waren ja die Atomkraftwerke noch am Start, die immerhin 6% des Energiebedarfs hier gedeckt haben. Die sind jetzt weg und wir sehen, dass zwar 32% aus Windkraft kommt, aber 30% aus Kohle. Und so wie es aussieht, Tendenz Kohle weiter nach oben gehend. Aber wir laufen hier in ein Stromproblem. Und dennoch will die EZB, und das passt wieder, wenn wir jetzt zu den Notenbanken zurückgehen, in dieses Muster, auch die EZB ist sehr, sehr hawkisch mit ihrer Rhetorik. Und die Frage zum Beispiel, warum kommen diese Zinsanhebungen, die ja sehr schnell und sehr heftig waren, nachdem man die Inflation so unterschätzt hatte, warum kommen die nicht so wirklich an? Da hat Frau Schnabel, La Isabella, eine Theorie, die sagt, der Arbeitskräftemangel und immer häufigere Kredite mit festen Zinsen könnten praktisch die langsamere Übertragung der Geldpolitik in die Wirtschaft beeinflusst haben. Wir werden sehen, was dann die Wissenschaft eines Tages darüber hinausfinden wird. Was wir jetzt schon wissen, wir haben ein Desaster beim Ausbau der Windkraft. Die Ziele werden weit, weit, weit verfehlt. Und jetzt hat das Bundeswirtschaftsministerium einen neuen Clou veröffentlicht, nämlich ist es so, man hat ja Verträge mit diesen Windkraftbetreibern, die sollten Windkraftanlagen bauen. Jetzt sagen die aber, ups, die Kosten sind ja viel höher wegen der Inflation und so. Jetzt hat die Bundesregierung gesagt, naja, dann müsst ihr euch auch nicht an die Verträge halten, wenn eure Kosten höher sind. Also das zeigt mal wieder, wie hier die Dinge wirklich laufen. Das möchte ich Ihnen als Artikel empfehlen. Darin ein Video von Vince Ebert, ein Interview, der wirklich mit Humor und naturwissenschaftlich fundierter Kenntnis einfach die Dinge auf den Punkt bringt. Man kann ja viel träumen, man kann Illusionen haben, aber man sollte sich dann doch an die Fakten halten und die Fakten sind relativ eindeutig. Vince Ebert bringt die auf den Punkt, das ist die erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren,
In China gibt es jetzt sogenannte negative Anzahlungen. Da ist eine Immobilienkrise am Start. Der Wohlstand der Chinesen basierte darauf, dass die Immobilienpreise immer weiter steigen. Das passiert jetzt aber nicht mehr. Also versucht man jetzt Tricks. Man betrügt etwa, wenn man Kredite aufnimmt, und die staatlichen Stellen, die dulden das, weil sie keine andere Chance haben, weil sie eben hoffen, dass dann die Provinzen über Landverkäufe Gelder einnehmen, weil sonst die Dinge immer schwieriger werden. Das ist die zweite Empfehlung. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.